So, hallo, wir machen weiter bei VLD C11 und wir sind bei Stevies Level angekommen, der 54 geworden ist. Da bin ich jetzt gleich mal wieder gespannt, was da den Judges vielleicht nicht so gut gefallen hat. Aber mal gucken. Direkt mal die Frage vorneweg, kannst du die Bewertung nachvollziehen? Oder sagst du bei deinem Level so, hättest du anders erwartet? Ich hab die nicht mehr im Kopf. Okay. Ja, ist ja auch schon wieder, ist ja schon wieder lange her, ja. Nee. Das stimmt wohl. Aber doch, das Level ist okay. Okay. Wir schauen mal, jetzt fährt die Plattform hier rüber. Ah ja, genau, jetzt kann ich mit der da hoch. Sehr gut. Ich glaube, hier ist sogar ein Fehler in der Textbox. Ich finde die Gegner krass dafür, dass die Vanilla sein sollen. Sind die schon wieder sehr interessant designt. Das ein paar random Gegner. No line guide, then go back and hit the switch, block to be on. Nee, alles gut. Line guide ist anwesend. Ich glaube, das ist jetzt nicht richtig. Geh mal zurück zum Block. Zu welchem? Zum On-Off-Block unten. Der ist ja jetzt off. Ja. Ich glaube, ich habe da was verkackt. Aber er muss ja off sein, damit das Ding hier hochfährt. Aber in der Box steht, er muss on sein. Das stimmt. Naja. Aber wir nehmen ihn auch in den ausgeschalteten Block. Ist das eine Tür? Nein, okay. Oh, das ist eine Bombe. Das ist kein... Ja. So, und du fährst jetzt einfach im Kreis. Weil du es kannst. Im Dreieck. Stimmt. Das war nicht so nee. Gut. Nee. Vielleicht muss ich auch einfach nochmal neu laden, dass es dann besser passt alles. Vielleicht habe ich irgendwas am Anfang falsch gemacht. Aber jetzt ist er on. Ja. Ach so. Muss off sein. Ich kann ihn ja trotzdem jetzt wieder auf on stellen. Und habe ja trotzdem die Plattform hier drüben. Vielleicht passt dann auch der Rest. Nein. Wir gucken mal. Ah, jetzt ist das Ding nicht da tatsächlich, genau. Das heißt, jetzt würde ich hier lesen, der Block muss on sein, dann ist die Plattform da. Und dann denke ich mir so, Okay, also er muss auf off sein. Gut, dann haben wir das schon mal jetzt verstanden. Das sind einfach SAS-Textboxen. Nicht eigentlich rein? Nein, schade. Okay, aber irgendwas habe ich jetzt trotzdem falsch gemacht. Ach, das ist eine Tür! Das ist ein kleiner Aufzug. Ah, jetzt verstehe. Okay, und hier kann ich jetzt umswitchen und jetzt kommt der Kollege hier runter. Okay, jetzt ergibt alles Sinn. Hui! Wo kam denn der Speed? Okay, das müssen wir nochmal angucken. Zack! Wie geht das denn? Das sind One-F-Zero-Tiles. Ah, dann rutscht er so und wird dadurch schneller. Genau. Ja, nice. Und jetzt ist er nämlich umgestellt, der Kollege, und jetzt kann ich den hier benutzen. Ja, das ist doch schon mal schön durchdacht hier wieder. Und jetzt kann ich hier weiter, genau. Wie macht man diese bewegenden diese sich bewegenden Stacheln? Gehen die einfach von links nach rechts durch, so, oder wechseln die sich ab? X-Animation. Kann man in Lunar Magic machen. Ah, okay. Extra Animation machen. Ich weiß nicht, was ich bei den Ninjis gedacht habe. Die sehen aus wie Octoroks. Ja. Du wolltest halt neue Gegnersorten kreieren. Aber dafür sehen sie doch ganz nett aus. Dafür, dass es halt Vanillakram ist,
Hat das schon was? Ich weiß nicht mal, was der, weiß nicht mal, was ich da. Also so Octrox oder ich musste an die Mega Man-Gegner denken. Oder ah, war, ja, das war jetzt nicht so gut. Ja, ist die Helmis. Genau, genau an die. Das war jetzt, das, ja, der, ja. Ja. Okay, wir springen dann nicht runter, wir springen nur hier ran. Und jetzt, doch, das tun wir. Okay, war gut. Hui! Oh, ich mag diesen Speed-Effekt. Muss ich jetzt wieder ranspringen? Oh. Ah, damit es hier drüben dann anders ist. Yo. Nice. Schub. Sehr schön. So, zack. Springender Mancher, okay. Mist. Mist. Okay, wir warten. So. Plopp. Der fährt jetzt hier runter. Okay, doch, das passt eigentlich sogar. Ja, doch, ich muss ja hier lang. Hui. Hui. Und hier habe ich auch das neue Feature benutzt. Mit den großen Leveln. Ah, stimmt, ja, stimmt. Es geht richtig. Es geht in alle Richtungen. Mist. So, Aufzug. Survive! Oh, okay. Ach so, ich kann da überall. Ich dachte, ich muss da in dem kleinen Bereich. Ich darf in den großen Bereich, das ist doch schon mal was. Ich glaube, hier sind mir die Ideen ausgegangen. Okay. Dann kommt jetzt einfach irgendwann ein Peacewitch runtergesegelt. Stark. Ja. Okay. Ja, ist doch ein schönes Level. Jo, es geht. Ich könnte mir vorstellen, in den Judges war es ein bisschen zu kompliziert vielleicht oder so. Also, dass die nicht so gedanklich alles mitbekommen haben. Also, von dem, was man umstellen muss und so weiter. Vielleicht haben sie da ein bisschen Problem gehabt, aber ansonsten, keine Ahnung. Also. Ich glaube, die haben den letzten Raum unnötig gefunden oder irgendwie sowas. Okay. Ja. Ja. Aber, schönes Level. Sky Castle, jetzt gibt's wieder alles, oh je. Von N450 oder Naso, falls man ihn so aussprechen möchte, man weiß es nicht, ist 66. Naso. Geworden. Let's das Level go. Ist ganz okay mit den Yoshi-Coins und Monden. Okay. Das ist ganz gewöhnliches Level. Er hat auch schon mal gewöhnliche Yoshi's Island-Musik. Aber die passt halt auch oft tatsächlich gut zu solchen Leveln. Da würde ich sofort wieder Lust bekommen, Yoshi's Island zu spielen, aber ja. Man kann halt nicht alles. Gar nicht so ein leichtes Spiel. Das stimmt. Das stimmt. Vor allem, wenn du die 100% machen willst, ist das schon happig. Ach, ein Albtraum. Obwohl es nicht so schwer ist wie Yoshi's Crafted World. Ich habe gehört, das soll wirklich ein Albtraum sein. Zu 100%. Ja, aber nicht wegen Schwierigkeit. Ja. Eher, weil es einfach, also unfassbar nervig ist, alles immer wieder neu zu spielen. Du spielst gefühlt jedes Level, ich glaube, 3 oder 4 Mal, wenn du die 100% haben willst. Und es sind halt einfach immer wieder neue Sachen irgendwie versteckt im gleichen Level. Irgendwie so, nicht, dass ich es jetzt verwechsel mit Woolly World oder so, aber... Und ich glaube, es ist immer nur die gleiche Musik. Irgendwie sowas habe ich... Irgendeins von den Yoshi-Dingern hat immer nur die gleiche Musik. Also das war einfach super nervig.
Ich hab's nicht gespielt, ich hab's nur mal wieder gehört. Es kann sein, dass ich mich jetzt hier vertue mit dem Spiel und irgendwas verwechsel. Liebe Yoshi's Crafted World Fanboys, seid mir nicht böse und verbessert mich, wenn ich falsch liege. So. Ich glaube, Yoshi's New Island ist die, die immer die gleiche Musik hatte. Die New gleiche Island Melodie. Kenne ich gar nicht. Für den 3DS. Nee, es war auf jeden Fall eins von denen von den größeren Teilen. Da war immer nur die gleiche, also das hatte immer nur die gleiche Musik. Ich meine, es war Crafted World. Weil es gab doch Wooly-Dings. Es gab doch hier Wooly und genau. Und gab es noch eins nach Crafted World? Ich glaube nicht. Nee, das ist das Neueste. Genau. Aber eben, es gab ja noch New Island für den 3DS. Ich verwechsel's nur immer dann noch mit dem Kirby-Ding, was auch so Wooly war. Ah ja. Was auch diesen Woll-Effekt hatte. Aber das wiederum war ganz cool. Mit den ganzen Kristallen, die du einsammeln musstest und so weiter, das hatte eigentlich was. Ich glaube auch das Wooly World war noch ganz gut. Ich glaube nur das Crafted World war das mit der Kritik. Wenn ich jetzt richtig liege. Ich glaube, Wooly World sollte ursprünglich genauso aussehen wie Kirby's Epic Yarn. Das mit dem Kirby-Spiel. Genau. Yarn Yoshi, hieß es, glaube ich. Ja, das kann gut sein. Oh, 88 Münzen, gute Zahl. Jetzt nicht verlieren. Ja. So, wir haben alles gefunden, sehr schön. Brücke, glaube ich, von Taylor. Okay. Sie glaubt oder er. Weil klingt irgendwie nach einer Sie, weiß ich nicht. Ist es. Ha. Ist eine Sie. Sehr gut. Sie glaubt, dass es eine Brücke ist. Okay. Ich würde sagen, das sieht ziemlich nach einer Brücke aus. So nach einem Teilbrücke zumindest. Ja. Deswegen glaubt sie es wahrscheinlich, weil es könnte auch einfach kaputt sein und dann nennt man das nicht mehr Brücke. I guess so. Da bin ich dann zu weit runter. Okay. Neuer Anlauf. So. Nein, was tue ich denn? Okay, dann kann ich da hoch. Sehr schön. Ach so. Okay. Nein, zu weit weg! Okay, da spulen wir mal zurück. Ich hab aber das Gefühl, dass du jetzt viel mehr Level schaffst. Wie meinst du? Als in den vorherigen Parts. Das kann sein. Das weiß ich nicht. Die sind aber auch ein bisschen kürzer im Moment. Wir hatten ziemlich große Level oder, in den vorherigen Parts. Oder es liegt vielleicht daran, dass ich dir ein bisschen helfe bei den Yoshi-Coins und Monden. Das kann auch sein. Ja. So. Oh ja, hier ist auch wieder der Bug mit der Hub. Stimmt. Da ist es mir jetzt noch gar nicht aufgefallen. Interessant. Ich glaube, sie nutzt aber auch wieder dieses größere Level. Oh, scheiße. Ja. Ach, ich muss den ja trotzdem nutzen. Ich muss den da hochdrehen. Ah, ja, das ist jetzt nicht so gut. Nochmal zurück. Und drehen uns noch. Wobei, ich kann ja einfach so hochspringen, ja moin. Ja, doch, das ist, glaube ich, der. Oder ist es nur vertikal? Nee, ich glaube, das geht schon weiter. Ah, scheiße. Oh, das ist ein Problem, ja. Obwohl, du kannst ja... Ja, so easy. Geht's auch. Nein! So. Jetzt muss ich da irgendwie durchkommen. Oh. Hä? Okay. Ja. Interessant. Wenn Plattformen ganz oben sind, haben die keine Kollisionen mehr. Das ist... Ja, das existiert. Wieder was gelernt.
Nein, ich... Passiert auch bei den grünen Bohnen. Ah ja, ja, stimmt. Deswegen fällt mir da auch wahrscheinlich durch dann immer. Mhm. Will ich da rum? Okay. Ja, siehst du, ich hab mir doch gedacht, dass da was ist. Grrr. Hab's mir doch noch gedacht. So, her damit. Wir haben alles. Und Zeitlimit haben wir auch, aber das dürfte das Level jetzt gewesen sein. Jawoll. Nice. Ein kleiner Applaus vom Chuck. Perfekt. Ja, es hatte was von der Brücke und dann irgendwie wieder nicht mehr. Also, ich verstehe den Levelnamen. Letztes Level, Skyway Sanctum von Karl D923, ist 49. geworden. Bruder. Wow, watch out, there's some blocks that cannot carry Mario but enemies, and objects can get stuck on them. Be observant. Mensch, was das nur für Blöcke sind. Okay. Ja, frag mich auch. Aber ganz lustig mit dem Jumpscare am Anfang. Ziemlich praktisch, dass der Blue Switch Palace hier in dieser Welt war. Ja. Das stimmt. Ich weiß nicht, ob das beabsichtigt war mit dem Switch Palace in dieser. Eine Sache muss ich noch klarstellen. Ich glaube nicht, dass ich das erwähnt habe. Ich habe die Level nicht eingepfiffen. Das war der Enable Ghost. Ah, okay. Ja. Weißt du, dass er in 2020 begonnen hat. Okay, ich muss mit dem Ding da hoch. Und dann kann ich da hoch. Ah, ja. Hallo, Yoshi-Coin. Und jetzt bin ich tot. Nein, doch nicht. Maybe you know already, but some enemies and objects can be spin-jumped. Ja, echt? Okay. Wow. Cool. Ja. Das fährt hoch und runter, oder wie? Okay. Ach so. Got it. Schade. Hier auf der Plattform ist gelandet, oder was? Ja. Ah. Schon gewundert, warum ich plötzlich nicht mehr spinjumpen kann. So. Okay. Okay, wir bleiben hinten. Wir bleiben hinten. Ich muss safe hinten bleiben für eine Yoshi-Coin. Oder sogar fürs Weiterkommen. Vielleicht sind die eher zur Yoshi-Coin. Wenn man dahinter bleibt, kommt man den Midway Point erstmal nicht. Aber man bekommt. Hä? Bin schon, doch. Welchen Grund hat es jetzt dahinter zu bleiben? Es ist nur schwieriger zum Midway Point wieder zu kommen, okay. Na gut. Meinetwegen. So. Hopp. Ach so, die blauen Dinger, ja, eigentlich wären die ja gar nicht da. Ja. Ja, jetzt fahr wieder runter. Gut. Oh. Voll Idiot. So. Nein! Weil wenn man jetzt dieses Level hier bewertet, bewertet man das dann so, als wären die blauen Dinger da? Oder als wären sie weg? Oder beides? Das weiß ich jetzt nicht. Weil theoretisch machbar scheint es ja auch ohne zu sein.
Also man muss ihn nicht drücken, aber es ist natürlich komplett anders, wenn man ihn drückt. Keine Ahnung. Okay. Was ich weiß, ist, dass wenn die Level einsenden, haben die den Switch Palace nebendran, neben dem Level, falls die Switch Blöcke benutzen. Verstanden. Okay, ja, dann würde man den wahrscheinlich mitnehmen. Also. Okay. Ja. Halleluja. Ach, das wollte ich nicht. Dachte, da kommt was raus oder so. Nein. Hä? Wofür ist der denn dann da? Ah, hier könnte er jetzt was auslösen. Aber wozu? Ja. Ne, Yoshi-Kun bringt mir das auch nicht. Da unten ist Yoshi-Kun. Oh ja, das ist, es geht doch. Will ich aber gerade, wie ich da... Da hätte ich wahrscheinlich irgendwas da oben... Hätte ich vielleicht aus dem Block eine Shell oder so bekommen oder so, die hätte dann mit drunter nehmen müssen? Keine Ahnung. Ich glaube, das war wirklich nur für ein Power-Up. Hm. Aber irgendwas hätte man dann noch hinsetzen müssen, dass man da rüberkommt. Also irgendwie... Wobei, ich hätte auch die Shell einfach mitnehmen können von vorne. Wenn ich nicht dumm gewesen wäre. Ja. Egal, die blauen Blöcke haben ja geholfen. Gut, damit haben wir die Himmelswelt abgeschlossen. Cool, ja. Sehr schön. Geht's weiter mit der Fabrikwelt. Okay. Da haben wir noch gar nichts gemacht. Da kann ich also ganz normal durchlaufen. Erstmal Pyramiden wahrscheinlich. Industrial Desert, ja. Iron Fox Gaming 101. geworden. Oh, da waren sie nicht so begeistert. Oh Gott. Ja. Das ist jetzt halt auch wieder erst so ein... Mal. Ja. Da hat sich jemand übelst viel Mühe gegeben, aber hier kann ich irgendwie schon verstehen, wenn es ein bisschen voll ist. Ich meine, das sind so viele andere Grafiken und Zeug. Das sieht eigentlich alles super cool aus. Das ist irgendwie total ärgerlich, wenn man mit sowas dann so eine niedrige Platzierung nur mitnimmt. Weil der hat da sicherlich Zeit reingesteckt, wenn ich mir das so angucke. Ja, aber spielt es sich gut? Ja, das ist ja halt die Frage. Ich meine, bisher finde ich es jetzt gar nicht mal schlecht. Okay. Wollte schon sagen. Oh, ich glaube, es wird aber nicht so lustig mit den Yoshi-Coins. Ach stimmt, wir müssen ja alles sammeln, ne? Es war alles dabei, glaube ich. Ist doch schon. Warte. Yo, was zum... Okay, jetzt geht's hier rein. Yo! Ist das ein Eingang zu einer Pyramide? Ja, scheinbar. Ach du Scheiße. Okay, also der On-Off löst es aus. Und an irgendeiner Stelle wird es dann wieder dunkel oder so. If you wish to perform a jump kick, slide down a hill outside while holding B. Okay. Mach ich. Okay. Kannst du das mal anlassen? Sag mal. Okay. Jetzt ist dunkel. Waren wir so lange in der Pyramide, dass Nacht geworden ist? Ich habe noch nichts gefunden. Nee. Das ist nicht gut. Das heißt entweder, dass die Yoshi-Coins alle an einem Ort sind, oder dass ich einfach ein Vollidiot bin. Nein.
Mal gucken. Oder sie kommen halt alle noch. Yo! Ach, hier kann ich hier schwimmen. Ja, das ist Treibsand. Das soll Treibsand sein. Ach so. Okay, sehr lebendiger Treibsand. Also ich sterbe in dem Treibsand nicht. Das ist ja dann in Ordnung. Oh. Cool. Ja. Das ist nicht gut, dass hier eine einzelne Yoshi-Coin ist, aber okay. Und wir sind auch gerade mal bei der Hälfte. Ach du Schande. Wait, ist da nur eine Tür? Ah ja, die resettet, in Ordnung. Ja, es ist wieder einer dieser Level. Augen zu und durch einfach nur. Und jetzt ist an der Stelle, wo die Yoshi-Coin war, ist jetzt eine Feder. Oh, nicht schlecht. Ah, ja. Die nehme ich doch gerne mit. Ja, cool. Wirklich, ja, du jetzt auch. Okay. Random. Ganz viele Spektakel hier. Was ist Kollision? Kann ich da eigentlich drüber? Oh, okay, so weit hat er gedacht. Mhm. Allerdings auf die hässlichste Art und Weise. Na gut. Jetzt ist es. Was ist in der Richtung? Ist hier eine Yoshi-Coin? Ach, da ist der andere. Ach, das ist der andere Weg. Ich würde gerne die Feder behalten. Sagte er und verliert die Feder. Ich habe das dumpfe Gefühl, wir verpassen hier alles. Alles Mögliche. No! Lass mich da wieder hoch, okay. Ach so, ich konnte ja gar nicht oben weiter. 3, 2, 1. Oh no! Hab ich gar nicht mehr dran gedacht. Time Limit Strikes Back. Oh je. Ja. Das ist, puh. Jetzt habe ich doch die erste Yoshi-Coin habe ich. Das heißt, ich komme wieder an die Feder ran. Ist doch schon mal was. So. Überdenkst du gerade deine ganzen Lebensentscheidungen? Nö, alles gut. Okay, das ist doch gut. Alles gut. Okay, hier komme ich wahrscheinlich wieder rein. Ja. Keine Yoshi-Coin. Schade. Ja, Kollege. Mach mal einen Abflug hier. Move faster, Poki. Ich meine, ich verstehe, wie es gedacht gewesen wäre. Deswegen hat er den Jump-Kick vorhin angesprochen. Wenn ich hier nämlich schön rutsche. Habe ich auch nicht gewusst. Oh nee, ich komme nicht. Ich sehe sie und komme nicht. Was ist denn das hier für eine... Die habe ich dann da vorne irgendwo vergessen. Die ist doch safe von irgendeinem Bereich vorher. Ah. Das tut weh. Na gut, aber wir müssen eh nochmal durch nachher. Wie komme ich denn jetzt? Ja, danke. Oder? Oder ich komme hier rüber. Nee, scheinbar nicht. Sehe nichts. Wer dachte sich, dass das eine gute Idee wäre? So. Komme ich jetzt hier irgendwie zurück? Nee.
Schade. Wobei. Probieren geht über studieren. Ach. Schade. Na gut. Nein, wir behalten die Feder. Wir behalten die Feder. Nein, wir behalten die Feder immer noch. Wow. Da ist noch eine. Wow. Ich glaube, da kannst du aber irgendwie drüber fliegen. Hä? Ist das durchlässig da oben? Ach nee, den kann man einfach in die Wand machen. Ja, ja. Okay. Super. Ja, dann muss ich... Alter! Dann muss ich da aber hinkommen, von da außen. Hä? Ja. Super. Okay. Stopp. Nein. Oha. Geht es erstmal in die Richtung? LOL! Ein Pilz! Oh. Oh je. Das ist der nicht Anfang. Ja. Das heißt, wenn man da irgendwie hier drüber käme, wäre man komplett, würde man alles skippen. Oder wenn du jetzt keine Feder hast, dann, ja. Ja klar, ich weiß nicht, ob man denn am Anfang eine bekommen kann. Ich glaube nämlich nicht. So, jetzt hole ich mir schnell mal die Yoshi-Coin da unten. Aber wir müssen gleich das Level verlassen. Ja, okay. Ist eh Ende. Na gut. Und ein Mond auch, ne? Und ein Mond, genau. Oh je. Also eine wissen wir, haben wir gesehen. Wir müssen also nur noch eine finden. Gut, da ich jetzt am Anfang das Level noch nicht so wirklich gut unter die Lupe genommen habe, kann ich mir schon vorstellen, wo die gewissen Sachen sein könnten. Wir sind ja zum Beispiel nicht eine, glaube ich, weiß ich, wo der ist. Ja, guck mal. Da ist eine. Da haben wir schon beide. Okay. Oh. So kann man auch sterben. Tolles Spiel. Warum ist da eine blaue Münze? Ja, hier kannst du sterben. Hier ist dein... falls du sterben willst. Ja. Okay, jetzt holen wir uns erstmal die Yoshi-Coin. Die dürfte einfach... Oh, super. Hui. Hä? Ach, durch den Treibsand. Okay. Hallo? So, jetzt... So, ich würde trotzdem noch im ersten Abschnitt eine Weile bleiben. Zwecks Mond. Und mich da noch ein bisschen schon genauer umschauen. Ja, hier nicht. Ja, obenrum sind wir schon so ein bisschen. Ja, hier ist nämlich jetzt genau, hier ist nämlich der Teil jetzt. LOL! Was? Gib mir die. Ah, was? Ja, ich meine, mit einer anderen Shell würde es ja auch gehen. Auch nur eine Shell. Jetzt gehen wir es mal hier hoch. Aber hier, in die Röhre konnte ich ja rein. Was war eigentlich da drin? Da war der erste Teil von diesem Ding.
Ist das der Abschnitt, wo die Yoshi-Coin ist? Ja. Hä? Das ist der Abschnitt, wo die Yoshi-Coin ist, okay. Warst du hier nicht schon? Ich bin direkt wieder in die Röhre und kam raus. Ach so? Mhm. Ja, geil, jetzt sieht man den Boden nicht. Super. Gutes Design. Dann halt so. Ja, stabil. Großartig. Miyamoto ist stolz, kann ich schon sagen. Hä? Die laufen dann, dann muss ich da doch auch laufen können. Ah, ich... Okay, hier ist was. Wow. Okay, wir machen es wieder hell. Das sind so Bögen, ich verstehe. Das sind buchstäbliche Blind Jumps. Sorry. Ja, wir sorgen jetzt erstmal wieder dafür, dass es gleich wieder hell wird. Jetzt komme ich nicht genau, komme ich nämlich hier raus. Jetzt gehen wir da wieder hoch. Oh mein Gott. Ach ja, das ist ja die Musik, die du nicht so magst, ne? Oh, die Musik ist okay. Die stört mich gerade am wenigsten. Die fängt so schön an und dann ist sie ein SMW-Remix. Ja, ja, ich weiß schon, aber die stört mich gerade am wenigsten. Den ganzen, das habe ich alles gerade verfehlt. Willst du mich veralbern? Doch, gib mir die Shell. Nein, ich will eine Shell mitnehmen, ihr Flöden. Dann krieg ich jetzt eine Shell. Dankeschön. Achso, die kann ich aber... Ah, die wird mir jetzt eh gleich. Ja. Ja. Aber mit einer Shell käme ich hier nämlich problemlos hoch und könnte den kompletten Level skippen. Achso, ja. Ja. Brauch nur die Shell hier. Gut. Nicht, dass ich Blödsinn erzähle, aber ich glaube, der Mond ist im Nachtabteil. Okay. Dann kann ich nämlich hier einfach so und bin drüben. Und da war ja der Rest vom Level. So, dann gehen wir jetzt nämlich nochmal raus, dass wir wieder mehr Zeit haben und dann gehen wir nochmal in den Nachtabteil. Das ist okay. Da muss ich aber jetzt durch den... Ah, muss ich nochmal durch den Anfang von der Pyramide. Okay. Ja. Na gut. Alles für den Mond. Stimme. Alles für den Mond. Aber hat er das absichtlich gemacht? Ich meine, das sind ja sogar blaue Münzen. Die suggerieren ja fast, dass man da hoch soll. Like so, hey, skip mein Level, bitte. Vielleicht. Oh, was? Oh. Hä? Okay. Das ist der. Naja. Was ist denn da oben, das da. Okay. Auch interessant. Das Level ist voller Mysterien. Und blauer Genauso Mist. Wie eine Pyramide. Pyramiden sind man ja auch. Man würde es ja fast sogar von hier drüben schaffen, was? Willst du mich verarschen? Geht das? Es ist schon knapp. Fast. Es ist schon knapp. Das muss ich jetzt ausprobieren. Nein, Mann! Wahrscheinlich nicht. Oh, oh. Immer geklippt. Immer geklippt. Oh. Au. Schon wieder. Das also mit dem Walljump käme man wahrscheinlich hoch, aber... Ja, okay, ich lasse es. Also es könnte, ich glaube, jemand, der perfekt springt, könnte es vielleicht schaffen. Weiß es nicht. Es ist alles so weird hier. Da hat jemand ein bisschen zu viel auf einmal einbauen wollen. Ja. So. Okay, da oben waren wir schon, das weiß ich noch. Wir waren hier überall schon. Das ist... Was ist denn das für ein komisches Teil eigentlich? Irgendwo im Boden war irgendwas komisches. Was denn? Wo denn? Links.
bisschen weiter links. Dort. Oh, unten. Oh, und ja. Das ist ein bisschen kaputt. Komme ich leider nicht hin. Oder komme ich da? Nee, komme ich nicht hin. Nee. Nee. Ja, doch. Wenn du mit der Slope arbeitest. Meinst du, dann komme ich da rein? So etwa. Ja, solltest du eigentlich können. Wirkt nicht so, als wäre es easy. Nee, lass mal. Okay. Wir wollen ja eigentlich nur den blöden Mond suchen. Aua. Ey, der Mond kann nichts dafür, dass er in so einem Level ist. Da sind doch mehr so kaputte Dinger. The fuck? Was? Okay. Das ist okay. Mir vorhin gar nicht aufgefallen. So, jetzt gehen wir nochmal an Anfang mit der Feder. Aber ich wollte vor allem schon mal den Midway Point haben. Oh, mit der Feder könnte ich es probieren. Ja. Nee, will nicht so richtig. Ich kenne jetzt keinen Patch, der das fixt. Ich glaube nicht, dass. Weiß ich nicht. Wo wollte ich jetzt eigentlich hin? Wieso bin ich. Ach so, warte mal. Genau, ich wollte hier hoch. Genau, hier wollte ich hoch. Und da drüben ist aber nichts gewesen, außer das Ding. Cool. Ja. What? Okay. Finden wir den Mond in den 70 Sekunden noch, aber ansonsten haben wir ja unseren Midway Point. Also es wäre jetzt nicht so schlimm, wenn nicht. Das Ding hier war ja nur ein Re-Dings. Ja, da hat einfach das resettet. Leider resettet es den Timer aber nicht. Nee. Den Timer. Und dann kriege ich eine zweite Feder. Yay. Jetzt sind wir am Ende. Also, das kann ja dann nicht so. Nicht übelst krass versteckt sein, eigentlich, wenn du sagst, es ist in der Nacht der Mond. Aber bisher haben wir hier jetzt hier nicht gefunden. Auf Mondsuche mit Stevie. Richtig. Zwei. Genau. Zwei. Die Rückkehr. Bist du sicher, dass es in der Nacht ist? Ich kann mich da ganz schwach erinnern. Okay. Ja, wo haben wir jetzt in der Nacht noch nicht geguckt? Ich meine, ich kann mal ein bisschen hochfliegen und runterfliegen und. Ach, hier kann man auch diesen Trick nutzen. Ach. Hui. Vielleicht habe ich doch Blödsinn, dass wir da mal sehen. Ja, aber irgendwo muss er ja sein, also. Hm. Hä? Das ist auch geil. Ja. Ja, gut. Kann ich die damit nicht kaputt machen? Okay. Nee, das geht nicht. Oh, lol. Mit dem Schlüssel geht das, nur dass man den so irgendwie so macht. Aber mit dem geht's nicht. Ah, doch! What the... Okay. Das habe ich nicht gewusst. Interessant. Den Trick kennst du noch gar nicht. Das mit dem Schlüssel habe ich gekannt, aber das mit dem Goomba nicht. Das kannst du auch mit dem Goomba machen, ja. Also das müsste eigentlich mit jedem Item gehen. Ja, jetzt ist meine Feder weg. Das ist natürlich nicht so gut. Aber im Moment habe ich eh keine Verwendung für die Feder. Ja, sage mal, das gibt's doch nicht.
Also, es kann doch nur dann hier irgendwo oben drüber sein, oder? Aber hier haben wir geguckt. Da waren ja nur lustige Dinger und man kommt hier auch nicht hoch. Das sind ja extra noch Notenblöcke. Wie weit gehen die denn eigentlich, diese Notenblöcke? Ja, die sind da auch noch. Ich glaube auch nicht, dass das dazugehört. Aber wo in der Nacht soll jetzt noch das Ding sein? Wo war ich noch nicht? Notfalls könnte ich versuchen, es nachzuschauen. Notfalls ja. Weil ich kann mir nicht vorstellen, dass der nicht, so krass das versteckt ist, dass wir den wirklich nicht mehr finden. Ich weiß aber nicht, ob den jemand gefunden hat. Ja, aber wenn du sagst, du erinnerst dich irgendwie an Nacht, dann wird da schon was dran sein. Mhm. Ich meine, sonst kann ich auch noch mal weiter gucken, ob er vielleicht doch nicht irgendwo anders ist, aber keine Ahnung. Vielleicht assoziiere ich ja die Nacht mit dem Mondschein. Und so habe ich was verwirrt. Nee, ich habe keine Ahnung. Vielleicht assoziierst du auch Nacht mit einem dunklen Abschnitt in so einer Pyramide. Maybe. Ich verstehe halt diesen Teil hier nicht. Wozu sind hier extra Münzen so, hey, geh da rein. Kann man da rein? Nein, schade. Also, wozu ist das hier da? Nur weil es ein extra Block ist? I don't know. Ach, jetzt ist der wieder da, geh weg. Will fliegen. Bei uns ist gerade auch Nacht, by the way. Bei ja. Mitternacht. Das ist wohl wahr. Ach, hier kannst du fliegen. Hier kann ich fliegen. Aber das nützt mir halt auch nichts. Oh! Oh! Ja. Toll. Cool. Ist das jetzt wirklich, dass man hier hochkommt? Ist es komplett useless? Ernsthaft? Wozu hat er denn dann die Noten? Wozu? Wenn das useless ist, wozu hat er denn dann die Noten da überhaupt hingemacht? Ist nichts. Oh, yeah. Okay, dann versuch's mal in der Pyramide. Ha. Also hier, ich bin der Meinung, wir haben jetzt in der Nacht haben wir wirklich alles abgeguckt. Ich weiß nicht. Ja. Ich hoffe es mal. Ein Mond. Ein einziger. Wo bist du, Mond? Wo bist du? Erstmal wieder zwei Federn holen. Wie lange nehmen wir schon auf? Wir sind jetzt bei 48 Minuten. Aber da wir nach dem Part keinen neuen mehr machen können, weil wir, glaube ich, dann weg muss. Ins Bettchen muss, ja. Genau. Brauche ich jetzt keinen neuen Part anfangen. Okay. So, hä? Ja, jetzt bist du groß. Wow. Mann, was ist denn das? Okay. Nein! Hier haben wir alles abgeguckt. Das ist. Nee. Nee, also hier scheint mir nichts zu sein. Nein, Shell. Nein. Oh. Hölle? Ja. Das jetzt so? Nee, also
Von Marcella ist es. Es ist, boah, ich weiß nicht. Ich habe keine Ahnung bei diesem Level. Ist hier irgendwas, wo ich hin soll? Nee, scheinbar nicht. Bin komplett verwirrt. Aber wieso macht denn. Wieso geht das eigentlich automatisch immer aus? Was löst denn das, das aus? Das ist dieser Generator. Wenn es nach ganz. Vielleicht kennt das ja vom Ludwigs Castle war das in Mario World. Ah, okay. Und wenn es ganz oben ist, dann. Oder. Entweder wenn es on oder off ist, machst du das Licht an. Okay. Bei off. Da oben nach hinten gelaufen sind wir ja schon. Also da kann auch. Oh mein Gott, wo bin ich jetzt schon wieder gelandet? Ich überleg halt nur, ob vielleicht hier auf dem Weg irgendwo noch eine Röhre ist, die ich dann vielleicht nicht gesehen habe. Nee, hier ist keine Röhre. Nee, also da ist auch nichts anderes. Ach. Ah, oh, schade. Ich dachte, ich hätte Hoffnung für einen P-Switch oder so. Auch wenn ich noch nicht ganz wüsste, was der dann tun soll. Eine Tür, keine Tür, weiß ich nicht. Ja, irgendwie sowas. So, können wir jetzt den On-Off bitte drücken? Und du musst dann bis ganz nach unten fahren lassen. Den Layer 2. Okay. Oder. Ja, bis ganz nach oben dann. Aber hier ist eh nur diese eine Tür, ja. Ja. Mehr ist hier nicht. Und jetzt bin ich wieder draußen. Jetzt bin ich wieder am Anfang. Gibt's überhaupt einen Mond? Okay, jetzt gucken wir uns nochmal am Ende um. Wir haben uns auch am wenigsten umgeguckt, wenn wir mal ehrlich sind. Da ist zum Beispiel eine tolle Münze drin. Wow. Hier ist auch nichts mehr. Oh Mann. Oh, nee. Ich fliege jetzt mal über das Ziel rüber. Das kannst du, glaube ich, nicht. Stimmt. Nee. Schade. Sieht man da irgendwas vielleicht? Ja, da ist auf keinen Fall ein Mond. Ja, aber mehr als das ist ja hier auch nicht mehr. Das gibt's da nicht. Alles für den Mond, Leute. Will er vielleicht, dass man mit der Feder hierher zurückkommt? Deswegen auch die Münzen hier nach oben? Deswegen hier auch irgendwie da oben irgendwas? Nee, das ist. Schade. Ich dachte, vielleicht sind die blauen Münzen irgendein Hinweis. Nach dem Motto, flieg hier hoch, aber. Pfeifendeckel. Interessant ist, oh, könnte es sein, dass an einer Stelle, wo eine Yoshi-Coin war, jetzt ein Mond ist? Nein, das wäre. Oh. Weil er hat zumindest immer so Blöcke jetzt dahin gesetzt, wo die Yoshi-Coins waren. Das wäre gar nicht lustig. Das wäre, nee, ich hoffe nicht. Und die meisten sieht man ja eigentlich. So, ich gehe nochmal hier zurück, dass wir ein bisschen mehr Zeit haben. So. Aua. Also hier oben war ja eine. So, da ist jetzt kein Mond, das sieht man offensichtlich. Da
brauche ich nicht nochmal hingehen. Da ist gar nichts dazu gekommen. Das ist einfach weg. Wo ist die Tür? Da. Dann war hier unten eine. Hier ist eine extra Tür. Was? Oh. Ich bin so ein Trottel. Da unten ist ja eine extra Tür. Oh mein Gott, ja. Das ergibt alles Sinn. Nein, das kann nicht sein. Oh mein Gott. Wir sind beide Trottel, Wolf. Oh Mann. Scheiße. Ja, aber ja, wir sind ja hier, kommt man ja raus. Hier war die Yoshi-Coin. Ich glaube, kann es sein, dass durch die Yoshi-Coin die Tür aufgetaucht ist? Hier war doch vorher eine Yoshi-Coin. Oh. Ist das möglich? Ja. Ja. Das, weiß nicht, ob die genau auf der Tür ist oder ob die halt dahinter war und ich die Tür einfach nicht realisiert habe. Deswegen sind auch die Pfeile da. Aber hier ist eine dumme Tür, okay. Gut. So viel zum Mond ist in Nachtabschnitt. Genau das ist passiert. Aber okay. So haben wir immerhin das Level, glaube ich, jetzt komplett gesehen. Also ich glaube, mehr kann man von dem Level nicht mehr sehen. Selbst die unschönen Ecken haben wir mitbekommen. Uff. Ein anstrengender Start in die Welt. Ja, das war ein sehr spannender Mond. Fühlt sich auch gar nicht rewarding an gerade. Der Rest wird aber viel besser. Ja, es hat ja kein Level, hat ja was mit dem. Also, man kann ja von keinem Level auf die Welt schließen. Das ist ja Quatsch. Ja. Er hat ja auch zu Recht 101. Platz bekommen. Also, wenn der noch vor Trax gewesen wäre, dann, dann weiß ich auch nicht. So, okay. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Nächstes Mal gibt's dann, wir gucken noch kurz hin. Von, oh, den 11. Platz, das bisher beste Level. Das ist doch mal ein Teaser. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und sage Tschüss. Gute Nacht. Genau.